wirklich schwer zu leben in dieser Welt, insbesondere wenn du ein Insekt bist. Es gibt diese Intensivierung von Landwirtschaft, es gibt Urbanisierung, dazu kommt Klimawandel. Es ist sehr schwer für Schmetterlinge in der Stadt zu leben. Alle Leute mögen Schmetterlinge. Wir möchten mehr Schmetterlinge in den Garten sehen, im Park und so weiter. Aber wir vergessen oft, dass diese weiße oder bunte Sache, die herumfliegen, mussten erstmal entwickeln. Wenn wir mehr Schmetterlinge sehen möchten, mussten wir erstmal akzeptieren, dass Schmetterlinge Insekten sind. Zuerst muss das Weibchen irgendwo ihre Eier legen. Zum Beispiel auf diese Rucola oder andere Pflanzen werden dann die Kohlweißling ihre Eier legen. Das ist das Ei. Siehst du? Wow, das ist total winzig. Ja. Ich glaube, ich sehe sie. Wow. Die sind weniger als 1 mm. Ich sehe, also ich glaube, ich habe sie gesehen. Ich muss selber gucken. Ich glaube, sie bewegt sich. Ja, tatsächlich. Genau. So ein richtig, weißes, jetzt frisst es. Genau. Es ist nicht beim zweiten, sondern beim unteren. Ja. Genau. Es ist 1 mm. Wow. Und dann müssen sie weiterentwickeln durch die Raupe. Also dauert es mindestens 2 Wochen, 3 Wochen. In manchen Fällen müssen sie auch überwintern, entweder als Raupen oder später als Puppen. Und nur dann, nach einer Woche oder gewisser Zeit im Winter, bis endlich kommt der erwachsene Schmetterling oder was wir in den wissenschaftlichen Namen Imagos nennen. Das ist ein sehr spannender Moment. Sie müssen dann sich rausdrücken aus der Pupa. Sie haben sehr kurze Zeit, um ihre Flügel zu erweitern. Das ist wirklich unglaublich zu sehen, wie die Flügel plötzlich wirklich wachsen bis zu ihrer endgültigen Struktur. Und dann muss es noch trocknen. Inzwischen können sie nicht fliegen. Und nur dann, wenn es trocknet, können sie herumfliegen, nach Partnern suchen, kopulieren. Und dann geht es weiter und die Weibchen können dann herumfliegen und nach Orten zu suchen, wo sie wieder ihre Eier legen. Verschiedene Schmetterlinge als Raupen brauchen verschiedene Pflanzen, die sie fressen müssen. Hier zum Beispiel in Vagabund Lehne. Das ist eine kommunale Garten. Vagabund steht für viele Artengarten und unsere Idee ist genau, diese Diversität zu bringen. Wir haben hier diese schöne Kräuterspirale, sodass die Schmetterlinge trinken kann, wenn sie möchten. Manche Arten, wie zum Beispiel der Hauhechelbläuling, braucht Klee. Mehrere Arten brauchen nichts anderes als Brennnessel. Für manche Leute es ist es ein Unkraut. Aber für uns es ist es ein Lebensraum für 6 verschiedene Arten von Schmetterlingen. Verschiedene Weißlinge brauchen verschiedene Arten von Kreuzblütler. Was sind Kreuzblütler? Zum Beispiel Kohl oder Rucola oder Kohlrabi. Der Distelfalter ernährt sich als Raupen von Distel. Distel übrigens ist einfach ein wunderbarer Ort als Treffpunkt für Schmetterlinge, Bienen und andere Insekten. Es gibt verschiedene Arten von Schmetterlingen, die brauchen nichts anderes als Gras. Natürlich ungemähtes Gras. Wenn jemand Gras hat, vielleicht lieber nicht alles auf einmal mähen, sondern etwas lassen, sodass die Schmetterlinge entwickeln können. Wenn wir über Biodiversität reden, lass uns kurz denken, was Diversität eigentlich bedeutet. Es bedeutet Diversität von Menschen, von Landschaften, von Pflanzen, von Schmetterlingen und genau wie bei uns. Jeder braucht etwas anderes. Es gibt so viele Arten von Schmetterlingen. Die Schmetterlinge brauchen dich. Sie brauchen erstmal mehrere Augen, die sehen, was es da gibt. Wir möchten wissen, wo es Schmetterlinge gibt, welche Arten es gibt und wo. Weil damit können wir besser wissen, was für Maßnahmen sind effektiv, um die Schmetterlinge zurück in den Staat zu bringen. Wir möchten zusammen mit euch die Schmetterlinge beobachten und zusammen denken, wo können wir etwas tun. Dafür brauchen wir mehr Augen, auch von dir.
Beteiligung und das Wissen von vielen und das Können von vielen. Es geht darum, konkret zu werden. Wie können wir unsere Städte lebenswerter machen? Wie können wir unsere Biodiversitätsziele umsetzen und dadurch lebenswerte Städte schaffen? Die Blühstreifen sind in unseren Parkanlagen an den rosafarbenen Stehen sehr gut zu erkennen. Und hier möchten wir Sie auch einladen, im Rahmen des Projektes Vielfaltergarten auf die Blühstreifen zu gehen und Schmetterlinge mit Ihrer App oder den Erfassungsbogen zu erfassen und so zum Erhalt und zur Sensibilisierung für die Schmetterlinge und Biodiversität in unserer Stadt Leipzig beizutragen. Und falls du einen Garten hast, bist du herzlich eingeladen, als Vielfaltergarten zu registrieren. Dann kannst du auch zusammen mit uns arbeiten, du kannst Tipps von uns bekommen, du kannst auch Pflanzen oder Samen von uns bekommen für die Schmetterlinge. Und wenn du einen Garten hast, der freundlicher für die Schmetterlinge ist, ist es auch ein Biodiversitätsgarten. Besuch unsere Webseite www.vielfaltergarten.de. Bis nachher.